So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir wieder mal eine weitere Home-Anwendung. Und zwar ist es wieder JKSM, also Safe Manager. Ist es auch ein Safe Manager für Home-Menü Tools. Und zwar könnt ihr zum Beispiel hier Activity Log Safe editieren oder hier die Freundesliste. Die Nachrichten lerne ich nicht, aber du kannst zum Beispiel auch die Software Update Bypass reinmachen, um zum Beispiel bei manchen Softwares die Update-Meldungen umgehen zu können. Und ja, aber ich werde euch jetzt mal zeigen, was ich eigentlich alles im Activity-Log drin habe. Weil das könnt ihr, wie gesagt, auch safe managen. Zum Beispiel die Startseligen, da könnt ihr die Schritte editieren, also safe editieren und auch die Spielzeit. So, hier Download-Spiel Nintendo. Das ist der Home Launcher. Also ich habe jetzt der Home Launcher schon ca. 21 Minuten benutzt. Und ja. Und die Schritte habe ich, wie gesagt, 11. Warte, wann war der letzte? Egal. Letzter Schrittetag war irgendwann anders, aber ich kann euch zeigen, wie ihr halt hier wieder auf 0 zurücksetzen könnt. Also alles löschen. Und ja, das geht halt nur mit der Homebrew-Anwendung. Und das machen wir jetzt einfach mal. Oder warte noch schnell. Das könnt ihr, wie gesagt, auch auf 0 zurücksetzen. Und bei Softwarealbum habe ich auch noch vergessen, das könnt ihr, wie gesagt, auch bearbeiten. Aber das mache ich jetzt hier nicht. Weil ich jetzt habe einen ganzen Homebrew-Anwendung und so habe, wo ich alle mal gestartet habe, wurde es dann hier eingespeichert. Und ja. Aber es könnt ihr als auch safe managen, würde ich aber nicht empfehlen, sonst wisst ihr nicht, wann ihr welchen Software-Titel oder so gespielt. Aber jetzt labern wir nicht rum und starten mal den Home Launcher. Über SteelHacks. Und wie gesagt, wird es hier wieder einen Cut geben, bis der Home Launcher geladen hat. Aber ich will euch noch die farbigen Bildschirme zeigen, denn ist es ja auch schon, die farbigen Bildschirme sind. Also jetzt sind sie vorbei, jetzt können wir einen Cut setzen. Also, bis gleich. So, wenn ihr jetzt im Home Launcher drin seid, müsst ihr etwas weiter runter scrollen. Also ein bisschen runter scrollen. Und zwar zum Buchstaben C, weil da ist nämlich die Anwendung. Und ja, da sind wir auch gleich schon. Und jetzt stelle ich euch CT-Hull-Hu vor, also das ist ein Kartool, also ja, das wurde von Ryuzanki MRL erstellt, also warte, den Namen spreche ich nochmal aus, Ryuzanki.mrl. Nun ja, starten wir mal das Tool, und ja, ihr könnt das sehen, Activity-Log, Magenschmer, Friendlist, Magenschmer, Schad-Ikunkash, Magenschmer. Und dann könnt ihr sehen, Home-Menü, Icon, Cache, Mangement. Ich weiß nicht, wie man diese Wörter ausspricht. Also, ich habe diese Wörter im Englischen noch nicht ausgesprochen. Im Englischen unterrichten, deshalb kann ich sie nicht so gut aussprechen. Also, Home-Menü, Software, Mangement. Also, Mangement, sage ich jetzt mal. Ja. Und Miscellaneous. Da können wir auch mal drauf gehen. Und dann könnt ihr sehen, da können wir alles editieren hier. Also, ihr könnt es mal dann säubern der Game Notes, also ja, im Activity Log könnt ihr dann die Mülldateien löschen oder so. Und da könnt ihr Reset eShop BGM, also ja, die Musik löschen oder so. Replace eShop BGM. BGM ist doch eine Art Musik, also ja, ich denke, dass es von der Musik, von der eShop Musik stammt. Und ja, und dann könnt ihr halt auch wieder zurückgehen hier. Ihr müsst aufpassen, denn wenn ihr jetzt in Activity Log Mogoshmore geht, oh nee, aber wenn ihr als zum ersten Mal reingeht, dann müsst ihr aufpassen, denn dann steht hier Coming Soon. Und da dürft ihr nicht denken, dass es nicht geladen hat oder so, weil das lädt dann nämlich. Wenn ihr dann die Homebrew zu früh verlasst, dann wisst ihr nicht, was dann kommt. Also ihr müsst da warten, bis das hier auftaucht. Oder, warte, ich habe das nochmal gesehen hier, nochmal Go Back. Und zwar Friendless Mogoshmore. Dann steht hier nämlich das, weil das lädt jetzt nämlich gerade. Und ja, dürft ihr nicht denken, dass es nicht ladet. Es lädt schon. Und ja. Aber ich wollte es euch jetzt mal im Activity Log Mogoshmore sagen. Und ja. Da könnt ihr schon sehen, dass man hier alle Mülldateien löschen kann von allen Anwendungen. Zum Beispiel Cheer Pay History oder Cheer Step History oder Cheer Software Library oder Edit Software Library oder Cheer heißt löschen, also ich weiß nicht, weil Cheer heißt im Englischen ja sauber machen oder so. Deshalb habe ich gedacht, dass die Mülldateien sind, aber vielleicht kann es auch sein, dass man das löschen kann. Egal, ich werde es euch jetzt mal zeigen. Jetzt gehen wir hier auf mal Cheer Step History
Ja, da müsst ihr. This can be only about the backup, are you sure? Ja, da drücken wir jetzt einfach mal A. Und ja, da könnt ihr dann alles löschen hier. Mit Play History könnt ihr das auch machen, dauert aber ein bisschen länger, denn ihr spielt auch oft mit Breites und dann kann es ein bisschen länger gehen mit dem Löschen. Und ja, ich könnte ja noch das Softwarealbum editieren und auch das Softwarealbum leeren, aber werde ich nicht empfehlen, wenn ihr Homebrew-Programme drauf habt, weil die wird ihr dann nicht mehr so leicht mehr bekommen, wenn ihr halt die Kassenfirma gelöscht habt, wie ich. Ja, dann könnt ihr wieder Go Back hin und könnt dann Start drücken, um halt die Homebrew zu verlassen. Und dann noch, dass ihr irgendwas anschalten könnt. Ich habe zu früh Start gedrückt, sorry, aber ich wollte es eh nicht editieren, deshalb habe ich es jetzt einfach mal so gelassen, wie es ist. Also, wir sehen uns gleich, wenn wir jetzt im Home Launcher wieder drin sind. Also, bis gleich. So, wenn ihr jetzt im Home Launcher drin sind, könnt ihr einfach Start und dann A drücken, um die Konsole neu zu starten. Jetzt werden wir gleich sehen, was ich jetzt da gelöscht habe. Also, eigentlich müsste jetzt die Schritte auf 0 stehen, also alles auf 0. Ja, das prüfen wir jetzt einfach mal. Laden der Softwareliste. Schauen wir einfach mal, was mit meinen Schritten passiert ist. Ja, ihr könnt es schon sehen, 0 Schritte. Ich habe vorhin mal 11 gehabt und jetzt sind's 0. Alles weg. Die ganzen Jahre sind weg. Naja, das könnt ihr leider nicht mehr wiederherstellen, also ja. Außer ihr spult dann die Ding zurück und macht 11 Schritte und dann habt ihr wieder 11. Und ja, oder ihr macht heute 11 und dann habt ihr auch wieder 11, aber das ist ein bisschen unnötig. Aber ja. Ich wollte euch nochmal zeigen, was ihr dann hier alles editieren könnt. Wie gesagt, hier die Software-Titel, das Software-Album könnt ihr halt editieren oder so. Alles löschen, alles verschieben oder so. Und ja. Ihr könnt dann alles damit machen. Aber das überlasse ich euch mal. Und das heißt, das war es auch schon wieder zum Video. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Bei Fragen kannst du dich gerne in den Kommentaren melden. Ich beantworte jeden. Also, wenn es zu schwierige Fragen sind, werde ich erstmal ein bisschen recherchieren noch ein bisschen. Und deshalb kann es sein, dass manche Fragen ein bisschen länger dauern als die anderen. Ja. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Ciao, Kakao.